Mit meinem heutigen Bier schaue ich in die Gegend meiner alten Heimat, genauer gesagt nach Großostheim in Hessen. Und warum da wahrscheinlich gerade richtig gefeiert wird, das erkläre ich euch in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und vielleicht mit mir und das heutige Bier feiert, denn zu feiern gibt es heute auf jeden Fall richtig viel, zumindest für die Brauerei des heutigen Biers. Denn die Brauerei, um die es heute geht, ist Schlappesäppel bzw. die Eder Heilands Brauerei aus Großostheim. Denn da kommen die Schlappesäppel Biere ja her. Und ein Schlappesäppel Bier hat beim World Beer Cup tatsächlich dann doch abgeräumt und eine Medaille bekommen. Und wenn ihr wissen wollt, welche, dann müsst ihr mal beim World Beer Cup vorbeischauen und schauen. Es sind tatsächlich gar nicht so viele Brauereien, die außerhalb von USA und Kanada da was geholt haben, schon gar nicht aus Europa. Da ist es dieses Jahr, glaube ich, ziemlich eng zugegangen. Insofern großen Respekt an Schlappesäppel bzw. die Eder Heilands Brauerei. Ja, was habe ich denn heute eigentlich für ein Bier? Es ist das, da oben steht es, Export. Und das ist ein Bier, das ich hier noch nie auf dem Kanal habe. Deswegen hat es das natürlich sich dafür qualifiziert. Wir haben es zu tun mit 5,6 Volumenprozent Alkohol, 12,3 Grad Plato und 19 Bittereinheiten, zumindest steht es hier hinten so draufgeschrieben. 8 bis 10 Grad ist die Trinktemperatur. Das glaube ich auch, dass man einen Export durchaus ein bisschen wärmer trinken kann, weil es ist ja auch ein bisschen stärker eingebraut. Und Gerstenmalz, Hopfen und Brauwasser sind die Zutaten. Und für diejenigen, die sich vielleicht gefragt haben, warum heißt denn diese Brauerei Schlappesäppel? Naja, es war mitten im 30-jährigen Krieg, genauer gesagt 1631, als König Gustav von Schweden Aschaffenburg eingenommen hat. Das ist da so in der Gegend. Und es gab kein Bier in der Stadt, was natürlich auch für einen Schweden damals schon eine mittelschwere Katastrophe war. Und Josef Lögler, ein kriegsversehrter Soldat, war zumindest des Brauens mächtig und der wurde dann damit beauftragt, Bier zu brauen. Hat er auch gemacht, aber er hat, wie gesagt, ja einen lahmen Fuß gehabt und es war halt der lahme Seppel und daraus ist dann im Hessischen bzw. Dem Dialekt, den man in der Gegend gesprochen hat, dann der schlappe Seppel draus geworden. Und als die Schweden dann irgendwann mal abgezogen sind, hat der Lögler einfach weitergemacht, weil das bot sich ja dann durchaus an und dann ist diese Brauerei da an dieser Stelle entstanden. Ich würde einfach sagen, wir schauen uns das jetzt mal auch an, was... Oh, Moment mal. Ist er das vielleicht sogar hier? Wenn ihr das wisst, wenn das der schlappe Seppel ist, dann hat er eine lustige Mütze auf, da auf dem Kronkorken. Schaut euch das mal an. Ansonsten machen wir jetzt mal kurzen Prozess und schenken uns das hier ein. Sodle. Das kommt doch mit einer richtig schönen, kräftigen, goldenen, dunkleren Farbe ins Glas. Ein intensiver, ja, gerade noch so weißer, vielleicht so ein leicht cremiger Einschlag Schaum oben drauf, aber das Ganze schön glanzfein und der Schaum, der hängt sich auch schön ans Glas. Bisschen Kohlensäure zu sehen, aber nicht allzu viel in der Nase. Oh, sehr getreidig, klar, da ist ein bisschen mehr drin. Kräutriger Hopfen, aber insgesamt so kräftige, malzige Noten und so eine leichte Zitruszeste. Ja, das macht doch schon mal Lust. Sehr zum Wohl. Cheers. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Bier schon überhaupt mal getrunken habe. Glaub nicht. Ja. Hoppala. Sehr getreidig in jedem Fall. Schöne brotige Noten. Also das Bier ist definitiv so ein bisschen malzig dominiert. Aber es kommt in dieses eigentlich etwas schwerere Bier, kommt so eine Zitrusnote einfach mit rein. Also was eben so in der Nase auch eine zestige Zitrusnote gewesen ist, das ist auch definitiv, finde ich, im Geschmack wiederzufinden. Kräutriger Hopfen. Einfach ein schön vollmundiges Bier. Eine schöne, gut balancierte Bittere, so tendenziell im mittleren Bereich angesiedelt. Find mit 19 Bittereinheiten, schmeckt, finde ich, ein bisschen nach mehr. Also da ist durchaus ein bisschen mehr Bittere, zumindest geschmacklich, zu finden, als diese 19 Bittereinheiten vermuten lassen. Schöne, angenehme, kräftige Würze. Und vom Körper her sind wir eher so im mittleren Bereich. Eine angenehme, mittlere Kohlensäure, glatte Textur und so ein ganz klein bisschen ölig, weil dieses Bier hier auch tatsächlich ein bisschen schwerer ist von der Textur her.
Hinten im Nachtrunk so ein bisschen Karamell. Es wird vielleicht ein Ticken süßer, kommt auch so eine leichte Honignote dazu. Und insgesamt einfach süßlich getreidig, wie man das letztendlich ja auch bei einem Export dann so ein bisschen erwarten kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein okay Bier. Jetzt nicht der Kreativität letzter Schluss, aber ein schönes Bier, was da aus Groß-Ostheim, aus der Eder-Heilands-Brauerei kommt. Der Schlappesäppel in der, Achtung, da muss ich einen Finger wegnehmen, in der Export-Variante. Und von Probier.TV gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für das Schlappesäppel Export. Und welches Bier dann tatsächlich gewonnen hat beim World Beer Cup, das werde ich nochmal nachschauen. Macht ihr das auch? Und dann werde ich es beim nächsten Mal besorgen und dann hier nochmal auf den Kanal bringen und dann ausgiebig würdigen. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost. Ah, nicht vergessen, noch ein Abo lösen, wenn ihr noch keins habt. Und jetzt sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Gute. Cheers.